Eisenkohle. Ah, wie geil. So, mit diesem Solar-Power-Generator kann man zum Beispiel auch Leitungen für eine elektrische Beleuchtung legen, oder wie? Ja, das kannst du mit allem. Okay. Auch mit einem ganz normalen Generator. Ich habe jetzt gerade noch was anderes gefunden, was ich gerade lustig fand. Ich bin gerade schon am Gucken, wie man das mal baut. Wo bist du gerade? Unten in der Mine. Okay. Bisschen Erde rausklatschen hier. Ah, okay. Wie? Habe ich jetzt schon wieder keine Schaufeln? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe doch 4 Schaufeln gemacht. Na dann. Komme ich mal wieder hoch. Ach nee, ist so eine Crafting-Truhe. Ja, habe ich mir gebaut. Ich hatte keinen Bock, dann dauernd runter zu gehen. Hoch zu latschen. So, dann bauen wir uns mal 5 Schaufeln. 3, 4. Machst du nochmal einen Tag gerade? Ich bin irgendwie echt zu faul dafür. Jetzt seht ihr das mal rein. Geil, ne? Was ist das, eine Panzerfaust oder was? Speer. Auch nicht schlecht. Bunga Bunga. Ich wollte eigentlich. Ja, so eine Art. Ich wollte eigentlich nur gucken, wie man eine Säge baut, damit du die Blöcke klein machen kannst. Okay. Dann falle ich halt über so einen Scheiß und dachte mir, das muss dann jetzt natürlich unbedingt mal machen, ne? Boah, ist hier viel Erde. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ich bräuchte mal Fackeln. Hast du gesagt, du brauchst viel, also. Naja, schon. Aber das verunstaltet hier total die Mine. Muss man nachher wieder auskleiden. Ja, ich weiß. Da bin ich auch dann ganz billige Pflastersteine nur rein am Basteln. So. Kann ich aber Richtung Hühnerstall schon mal weiterbauen. Das ist sehr gut. Das wächst auch langsam, auch gut. So, dann müssen die Bäume hier noch weichen. So leid es mir tut. Eichen müssen weichen. Ja, ist geil. Ich war mit dem komischen Speer auf Jagd, ey. Mich würde das mal interessieren, ob du die Dinger auch werfen kannst hinter den Schweinen her oder so. Wenn man die dann wieder aufsammeln kann, ist doch geil. Ich weiß es nicht. Dann würde ich nur noch mit diesen Dingern rumlaufen, ne? Headshot, Headshot. Ewig. Oh nee, oder? Ja, wie geil. Kannst du echt werfen? Geil. Ja, wie geil. Und dann kannst du ihn auch aufheben. Ja, geil, genau wie. Ey, sowas vermisse ich total, ey. Geil. Ich vermute mal, den kann man bestimmt auch. Nee, großartig. Also spannen wie den Bogen kannst du nicht. Aber das allein reicht doch schon. Dem Werfen ist doch super geil. Ja. Scheiße, echt. Zum Glück habe ich mir ein paar Äxte gemacht. Dann schauen wir doch mal. Was mich immer noch ärgert, ist, dass man das hier nicht im Vollbild spielen kann. Ich habe das zwar in den Einstellungen auf Auflösung so und so viel mal so und so viel gemacht, aber Vollbild ist es nicht. Ja. Naja, egal. Ah, genau, da ist es doch. Oh, Gummi. Hui. Das können hier die Cane, dann kriege ich auch wieder ein paar Äpfel. So, aus den unterschiedlichen Holzsorten kann ich dann nachher wieder Holzkohle herstellen. Der muss noch weichen.
Ah, okay, also ohne Redstone brauchen wir ja gar nicht anfangen mit dem Herstellen von Solarpanels und so. Okay. Aber es dürfte ja auch kein Problem sein. Ich meine, Höhlen werden wir hier in der Nähe sowieso haben. Passt das schon? Ja, natürlich. So, der muss weichen. War das nochmal? Holz, Holz, Holz und dann Wolle drauf. Das ist ein Bett, ne? Genau. Hier ist auch noch ein Gummibaum. Sehr gut. Trägt mit dem hier den Harz. Relativ scheiße, weil... In der Richtung habe ich noch nichts. Ja, Wolle habe ich einen einzigen. Müssen wir nachher auch mal auf Schafjagd gehen irgendwie. Beziehungsweise wir schaffen uns welche an. Führt dann wieder mit dem Korn, was ich da angebaut habe. Bumstier-Schafe! Dann heißt es nur noch Bumstier-Viecher. Oh. Und dieses komische Lavagestein, das stellt sich wie her? Wie bist denn du hier rausgekommen? Ach, du bist ein anderes Huhn. Du bist ein fremdes Huhn, dann hau doch ab. Das stellt sich wie her? Dieses Lavagestein, wenn man da... Wie stellt sich das her? Also wie also das fängt das an? In der Welt. Das ist entweder hast du so ein Vorkommen da oder du hast kein Vorkommen. Okay. Also das kann man nicht irgendwie herstellen, ja? Nee. Aber okay. Der Vulkan, den wir hier in der Nähe haben, der ist riesengroß. Ja, das schon. Aber wenn ich jetzt hier anfange, dann zu terraformen. Wie gesagt, wenn du das nimmst und machst da Ziegel draus, schaut richtig gut aus. Und das mit Marmor, dann kannst du das so richtig schön absetzen noch. Ist von deinem Getreide schon was groß? Nee. Dauert irgendwie noch ein bisschen. Es wächst zwar, aber es dauert. Ja, allein dafür würde ich ja schon den Tag- und Nachtrhythmus hier drinnen lassen. Nee, das hat eigentlich damit nichts zu tun. Nicht? Das habe ich auf dem anderen Server auch. Da haben wir ja komplett auf Tag erstmal gelassen, solange wir bauen. Und das wächst ja ohne Probleme. So, dann lasse ich die Seiten mal hier für deine Erdsammelmine da mal ganz normal offen. Aber ich mache die Treppe mal weiter, ja? Ja. Ich dann da unten irgendwann vielleicht mal Redstone anstatt krieg. So, dann kann man hier ganz normal dran setzen. Oh, habe ich den Pöller falsch gesetzt. Fliegt der hier in der Luft? So. Was? 46. Redstone ist relativ weit unten, ne? So die letzten 20 Felder oder sowas, ne? Ja, du kannst aber auch Glück haben, wenn du irgendwo eine Lava-Ebene findest, dass da auch schon Redstone irgendwie unterwegs ist. Ich bin jetzt auf 40 plus minus etwa. Zuckerrohr hast du schon irgendwo angepflanzt? Weil ich pflanze jetzt auch ein bisschen was an. Nein, noch gar nicht. Okay, alles klar. Aber da hatte ich auch noch zwei Stück von. Ja, dann setze ich das hier unten an das Wasserloch, wo ich eben... So. Komm schon mit der Erde abklatschen. Ah ja, super, genau. Trägt wieder Kohle. Jetzt weiß ich schon, was ich machen wollte. Scheiße, ich hab schon wieder... Hast du zufällig noch Fackeln dabei? Gerade am Mann? Zwei Stück noch.
Ah, scheiße. Ich wollte oben Holzkohle herstellen. Das war's, warum ich da nicht hingegangen bin. Aber ich glaube, die Erdzufuhr ist jetzt hier auch erschöpft. So, das war's an Erde hier. Nö, kannst du vergessen, hier unten. Nee, nee, hier bei mir meine ich jetzt. So. Hier haben wir noch Eisen. Zack, mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, hast ja jetzt auch eine ordentliche Hacke. Ja, ich schau das hier noch mit der Steinspitzhacke weg, das passt. Zack, zack. Ja, es geht nur darum, wenn du in der Ebene hier schon auf Edelsteine kommst, hast du ja gerade gesehen, klar, dass die hier schon kommen. Kupfer, womit kann ich Kupfer abbauen? Mit Stein. Ach, geht auch mit Stein, sehr gut. Ganz simpel. Dann habe ich hier voll die geile Ader gefunden. Hier ist ein Ressourcenpaket nach dem anderen dran. Boah, richtig viel Kupfer. Dum, dum, dahinter direkt wieder Eisen. Ja, so kann es weitergehen. Ja, kann man gut gebrauchen, das Zeug. Oh, was Grünes gefunden. Ich glaube, das ist Emerald. Oder Uran. Warte, ich guck mal. Moment. Wenn es ein einzelnes Uranium-Ohr. Ja, ja. Okay. Ja. Jetzt bin ich verstrahlt. Ich bin der Hulk. Fällt mir gerade ein. Aber ich habe mir so die Filmeliste durchgeguckt, was 2014 in die Kinos kommen soll. Die wollen einen neuen Turtle-Film machen. Ja, yeah, ja. Auch total bescheuert. Erst wollten sie diese Alien-Turtles nennen. Ne, das war von Michael Bay. Nee, und jetzt haben sie sich doch dazu durchgerungen, die ganz normal Ninja-Turtles zu nennen. So. Alien-Turtles. Die haben doch eigentlich gar nichts, die Originalen haben doch gar nichts mit Aliens zu tun. Ja, aber du weißt ja, wie sie heutzutage alles ummodeln. Da gibt es 100.000 Spider-Man-Varianten, dann haben sie damals mit Tobey Maguire diesen Ultimate Spider-Man und dann gibt es jetzt wieder einen Spider-Man, der ganz an die Comics angelehnt ist und all solche Sachen. Genauso wie die hießen ja damals Teenage Mutant Hero Turtles. Und dann irgendwann fingen sie an, sie Teenage einfach nur Teenage Mutant Ninja Turtles oder einfach nur Ninja Turtles zu nennen und sowas. Total bescheuert einfach. Weil mit dem ganzen heutigen Kram kannst du auch eigentlich relativ happy sein, dass es dann jetzt nicht die Teenage Mutant Zombie Turtles sind oder so, ja, weil im stimmt. Moment ist doch eigentlich so alles auf Zombie ausgelegt. Das stimmt allerdings, ja. So ein Stech. Meistens jetzt Splinter Holzkohle ist dann wahrscheinlich auch irgendwie so ein wandelnder Ghoul oder so. Tja. So, also die abgebaute Kohle haue ich hier in die Kiste rein und die Holzkohle mache ich das Fackeln draus erstmal. Naja, die kannst du ganz normal verbrauchen. Die ist scheißegal, die Holz. Die andere, wie gesagt, die ist eigentlich nur wegen diesem Kohlenstoff Mist relativ wichtig. Hm. Weil das kannst du nicht aus aus der Holzkohle draus machen. Ja, genau, du hast unten in einer Crafting-Kiste. Ja, wenn du noch ein paar Fackeln mit an den Start bringst. Oder 12 Stück habe ich jetzt insgesamt erstmal. Ah. Komm her. Moment, Moment, Moment. Was soll ich jetzt bauen? Steinspitzhacken. Aber schöner Boden. Also wenn ich überlege, wir haben jetzt schon echt einiges an Eisen gefunden. Das eigentlich nur um die Treppe hier zu machen. Wobei, was wir noch nicht gefunden haben, ist Zinn. Auch mal ganz lieb, wenn wir davon ein bisschen was finden. Obwohl, hier hinter dir ist noch mal Eisen, ist doch schon mal nice. Ja, ja, ja. Kann allerdings sein, dass es hier bei Tacket, dass man da ein bisschen weiter runtergehen muss. Kenne ich jetzt auch nur, dass Zinn in den oberen Ebenen hier mit Kupfer zusammen ist. So, hier hole ich mal überall Fackeln rein, um das auszuleuchten erstmal. Hier kann man später auch noch lang graben überall. So. Kobbeltreppen. Da muss ich erstmal Kobbel für farmen. Brauchst du? Ich hab noch eine ganze Ecke. Ja, dann würde ich jetzt schon mal hier so ein paar Kobbeltreppen dran setzen wieder.
Geh ich mal hier unten die auch aufsammeln, blub blub. Da hast du. So. So, was für eine Höhe waren wir jetzt? 30 etwa. Für